Buschrein. Ja, weiß ich auch nicht. Vogel. Noch läuft der Trecker alles. Wenn wir jetzt aber lange so weiterfahren, dann wird er irgendwann Leistung reduzieren. Der LKW hat auch Rungen drin. Kannst du noch ein bisschen schieben? Ja, Oberlenker schön. Oh, jetzt seht ihr sogar ein bisschen Roggen hier lang fliegen. Ja, hier ist schon alles fertig. Drei Wagen an der Trocknung. Das sind die letzten für dieses Jahr. Danach ist der ganze Mais trocken. Moin und damit willkommen zum neuen Video. Ihr merkt, es ist immer noch diesig. Nieselt die ganze Zeit so ein bisschen. Trotzdem packe ich jetzt die Pumpe für den Reitplatz wieder aus, damit der noch mal ein bisschen bewässert wird, weil ja, ist anscheinend trotzdem zu tief. Hier steht das gute Ding, weil ja Minusgrade waren. Oh. So, und die bringe ich mal dahin. So, jetzt komme ich aber. Zwei Kameras am Start. Ich habe da hinten schon eine aufgebaut, deswegen wir switchen mal rüber. Ach, Mann, Alter. Das sag ich euch. Wird Zeit, dass hier ein vernünftiges Häuschen hinkommt. Ewig will ich das denn nicht machen, die Pumpe hin und her schleppen. Jo, und das war's nämlich schon. Jetzt können wir die anmachen. Und da läuft das Wasser. So, ehrlich gesagt war ich auch immer der Meinung, Mensch, es nieselt doch ein bisschen. Da muss doch nicht berechnet werden. Das Ding ist, so ein Platz, der kann zu tief werden. Das bedeutet quasi, wenn die Pferde hier, sieht man noch die alten Spuren, zu tief wegsacken und dann gibt es einen Sehenschaden. Und das will man beim Pferd natürlich immer vermeiden. Die Leute, die irgendwie ein bisschen was mit Pferden zu tun haben, stimmen mir zu. Die anderen werden jetzt sagen, tut das wirklich Not bei dem Wetter, aber... So, ansonsten hat Carsten heute Morgen auch schon wieder einen LKW Stroh geladen. Da war einer schon um 7:30 da. Wieder mit dem Valtra, der ist aber mittlerweile wieder weg. Heute ansonsten noch geplant ein LKW Kartoffeln. Jetzt wieder das Ding, Uhrzeit ist ungewiss, weil zu dieser Jahreszeit irgendwie dann doch mal ein oder andere Autounfall mehr passiert und die LKWs dann ein bisschen Verspätung haben. Hier stehen die Kisten für den LKW. Hoffen wir mal, dass es bis dahin nicht mehr so nieselt, dass wir die im Trocknen aufladen können. Die Buschrein. Ja, weiß ich auch nicht. Ein Vogel hat sich ein Nest gebaut. Ich nehme dir das mal ab. Boah, okay. Tür zu, das zieht hier weg. So. Und er hier hat ein Wehwehchen. Willst du für die Kamera noch mal so schön erklären, wie du es mir gerade erklärt hast? Nee, ich hab dir das erklärt, da kannst du das. Oh, ich krieg das nicht so wiedergegeben. Da ist eine Schraube locker, genauso wie beim Frontlader. Auf unser... ein ja, ich wollte gerade sagen, bei uns ist das Ding nicht nur, wir haben eine Schraube locker, die Trecker auch. Noch läuft der Trecker alles. Wenn wir jetzt aber lange so weiterfahren, dann wird er irgendwann Leistung reduzieren und dann haben wir ein größeres Malheur. Deswegen, Carsten ist jetzt hier aber erstmal mit Ölwechsel, Frostschutz, Gucken und Co. beschäftigt. Hydrauliköl, Motoröl. Bisschen TD, ne? Ja, ja. Was ist los? Vorführeffekt, ne? Das ist auch Minimum, wollen wir denn? Ja. Da kommst du schon mal hier gar nicht rum. Nee. Aber das ist so auch das Geile hier. Das ist ja unser alter Kuhstall. Der ganz alte Anbindestall. Also ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern, dass hier wirklich welche angebunden waren. Ja, da war es nur ganz klein. Ja. Jetzt kann man hier auch entspannter an den Maschinen schrauben. So. Carsten hat mir jetzt schon mal ein paar Kisten hingestellt. Der LKW ist gekommen. Ein bisschen später als geplant. Ja, das ist das, was ich meinte.
die Straßen sind glatt, dann dauert das manchmal ein bisschen länger. LKW gilt natürlich das Gleiche, was Carsten auch im letzten Vlog gesagt hat beim Sojabeladen. Der LKW hat auch Rungen drin als Querverstrebung und dementsprechend darf ich auch hier nicht in den Anhänger bzw. in den LKW reinketten. Deswegen habe ich die Kiste auch ganz gerne ein bisschen weiter oben, weil ich auch manchmal die Kiste einfach gegen eine Runge gegendrehe. Ja, und dann geht auch die Kiste kaputt. So. LKW plane schon wieder zu. Der junge Mann ist auch gut schnell unterwegs. Das ist ganz schön. Ja, ich habe jetzt nicht genau auf Uhr geguckt, aber ich glaube, knappe 12 Minuten haben Carsten und ich jetzt gebraucht, um den LKW voll zu kriegen. Ich schiere hier gerade zwischen meine Kistenaufnahme, weil eigentlich tummelt Carsten sich hier in der Halle rum. Geh mal eben schnell lieber gucken, nicht dass da kommt er. Ja. So, Carsten hat mich gerade schon ausgebremst. Es gibt hier ein kleines Problem. Wir haben ja die Temperaturfühler. Und wenn ich jetzt mal mit euch hier hinten lang gehe, seht ihr den hier unten liegen. Und vielleicht erkennt ihr auch, hier steht eine Kiste drauf. Das sind jetzt zum Glück nur leere Kisten, aber die müssen wir eben nochmal hochnehmen. Gut! So, und genau deswegen habe ich nämlich da durchgeschielt, weil ihr merkt, wenn man vorwärts fährt, ja, logisch, man sieht nichts. Gut, ich mache eben noch schnell mit dem Fahrer die Zette fertig, leeren Kisten wegstellen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich bin hier schon wieder am Platz abziehen. Aber ich muss sagen, irgendwie macht mir das auch einfach ein bisschen Spaß. Es ist eine Arbeit, die schnell fertig ist und ja, ein schönes Bild ergibt. Das Wasser vorhin habe ich übrigens nach 20 Minuten schon wieder ausgemacht. Das tut ja bei dem Wetter jetzt doch nicht wirklich Not. So, Platz ist fertig abgezogen. Ich fahre den Trecker hier gerade hin. Olaf ist gerade dabei, den Mulcher fertig sauber zu machen. Und ja, ihr könnt ja so eine kleine Rückmeldung mir mal geben, ob das in Ordnung ist, so mit der Anzahl, was ich so alles... Olaf. Ob das so in Ordnung ist mit der Menge, was ich so von den Pferden zeige, zum Beispiel mit dem Platz abziehen. Gut, ich glaube fast, ich mache mal wieder meinen bekannten Move. Ich schmeiße euch mal jetzt einfach hoch und dann fange ich euch morgen wieder. Bis dahin. So, moin, wir haben einen neuen Tag. Da rennt der Thomas. Ordner habe ich hier gerade schon mal wieder hingepackt. Wir haben jetzt Mittagszeit. Mein Auto spinnt, es nervt. Mein Schlüssel, die Batterie ist leer. Muss ich hier jetzt rückwärts so ranhalten. So, nee, wir hatten kleine Kontrolle an der Anlage. Deswegen auch die ganzen Ordner hier. Beziehungsweise sind das die Ordner aus unserem Büro vom Hof. Der Rest war alles hier. Und Carsten hat sich nebenbei sehr gesputet. Der hat Körnermais weggefahren. Hatten wir ja gesagt, dass wir diese Woche vielleicht was wegkriegen. Ein Zug zum Schweinebetrieb unseres Vertrauens. Können wir einmal gucken. Aber ja, mit der Maismenge hat sich hier nicht allzu viel getan. Hier ist immer noch alles voll. Wie man sieht. Also die Durchfahrt können wir momentan schon gar nicht mehr nutzen. Ansonsten
Ist Mistfahren jetzt auch erstmal pausiert. Der Trecker steht jetzt auch, den kann ich mir jetzt gleich abbauen. Da ist das gespannt. Ja, weil ich wieder Stroh zu den Pferden fahren muss. Gut, für mich ist jetzt auch erstmal Mittag und ja, wir sehen uns gleich. So, ich bin auf dem Frontlader. Hier ist noch der Zug, mit dem Mist gefahren wurde. Da geht es nächste Woche weiter. Jetzt brauche ich mir meine. Da vorne ist die Forke, die ich mir jetzt gleich anbauen will. Ich stelle die Schaufel, wo stehe ich? Da stellen wir sie hin. Deswegen muss ich Schaufel jetzt auch nicht sauber machen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ansonsten seht ihr es gleich. Das Ding ist halt noch voll mit Mist, ne? Deswegen essentiell Handschuhe. So, erstmal müssen wir unten mal aufmachen. So, und jetzt, nachdem ich von Kuxland Agrar das neue Video gesehen habe, von der Architechniker, ja, wünsche ich mir auch sowas, was Weidemann hat. Oh, schön. So, was hat denn Weidemann? Erstens musst du da unten nicht auf oder runter und manuell einen Bolzen rausziehen. Die haben das hier alles hydraulisch. Und das Geile ist, die haben eine komplette Hydraulikverbindung hier unten in den Zylinder verbaut. Das heißt, dieses Schläuche abkuppeln und ankuppeln musst du alles nicht mehr machen. Ich zeig das gleich mal einmal. Die haben nämlich in diesen Bolzen hier Hydraulikleitung verbaut. Und dann quasi, wenn dein Anbauteil darauf schon passig ist, also man kann die alten wohl auch umbauen, aber dann geht dein Hydraulikbolzen hier unten rein, hat gleich eine Sperre, dass das Ding nicht rauskippt, und hier drüber ist die komplette Hydraulik geregelt. Das heißt, ob du jetzt einen Besen, so eine Greifschaufel oder was es auch immer so für Anbaugeräte für einen Weidemann gibt, wenn du das anbaust, du musst nicht absteigen. Deine Hydraulikschläuche, das ist alles, ja, sehr viel entspannt. So. Hier habe ich ja schon mal Heu rausgeholt, rechts ist Strohstapel von letztem Jahr, links Stroh von diesem Jahr. Stroh nehme ich immer nur ein Bein, weil ja, das Stroh ein bisschen länger reicht als das Heu. So, wichtig natürlich bei den Temperaturen, also heute sind gute Grade, ich glaube fast 5 bis 6 Grad, weil in den nächsten Tagen sind Minusgrade. Und da ist immer wichtig, dass man das Tor auch zeitig wieder zumacht. So, und diese mittlere Durchfahrt ist auch immer ein Krampf. Eigentlich viel zu eng, aber ich will nicht so viel Stroh über den Hof verteilen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt beide Spiegel gesehen habt, aber da ist ungefähr so viel Platz. Ja, Heu kann ja auch schon demnächst wieder hin. Machen wir Licht an, dann könnt ihr besser sehen. So, Plan ist wieder, Heubein vorschieben, Strohbein hin. So, und jetzt kann ich euch mal zeigen, wie ich es meine mit der Ballengabel, dass ich so einen Ballen Heu oder Stroh hiermit entspannter rumschieben kann. Ich setze den komplett nach links hin, fahre jetzt schön von links ran. Ich muss halt hier auf den Baum aufpassen und dann noch auf die Tore. So, jetzt kann ich den da rechts anpacken. Jetzt muss ich da auf das Tor aufpassen. Und zack, das war's. Viel entspannter hiermit. So, und das war's hier auch schon wieder. Gut, wir sehen uns gleich erstmal bei den Trocknungsböden wieder. So,
Drohne ist in der Luft. Ich merke, ich muss das erstmal wieder ein bisschen üben hier. Ich wollte die platzieren, damit ihr mal von oben so ein bisschen zugucken könnt, wie wir die Trocknungsböden runternehmen. Ja, nebenbei könnt ihr hier sehen, wie Erwin das Gestrüpp, was aus unserem Teich rausgeschnitten wurde, auf den 8-Tonner lädt und wegbringt. Ich lasse den Zug jetzt einfach eben zusammengehangen. Wir nehmen jetzt den Trocknungsboden runter und dann wird der Wagen morgen erstmal sauber gemacht. Heute machen wir das auch nicht mehr. Anschließend laden wir den Soja auf, den ich jetzt hier den einen Tag noch gezeigt hatte. Der hier noch um die Ecke liegt, unseren Speisesoja. Da kommt es ja auf Rohproteinwerte drauf an, ob Speise oder nicht. Und dann wird der zweite Wagen, mit dem Jörg gerade am Trocknen ist, auch Trocknungsboden runter. Ja, jetzt ist glaube ich gerade diese Kamera gewesen. Carsten hat gerade eine Drohne gegrüßt. Ja, dann kommt der zweite Trocknungsboden noch runter und dann können wir den Soja erstmal zwischenlagern auf den Wagen und ja, wenn er dann geholt wird, kriegen wir ihn in den Sumpf, aber dadurch haben wir erstmal ein bisschen Platz, wo wir die Beregnungstechnik hinstellen können, weil der Mais, der wird dann noch einige Zeit liegen. Ich habe jetzt mal den kleinen E-Stapler geschnappt, kommt eben Palettenverlängerungsgabel ran. So, das hier ist die Gabelstapler, Zinkenverlängerung. Mit einer Hand gar nicht so einfach. Und die passt nämlich nur auf den E-Stapler. Der Dieselstapler hat nämlich ja, dickere Zinken. So, wir haben hier nämlich eine Kette, die können wir da an der Seite einhängen. Dann hebt Carsten jetzt mit dem Stapler hoch und dann wird die geteilte Klappe einfach ja, unten angehoben. Und dadurch kann ich hier mit meiner Verlängerung nämlich schön untergreifen. So, wie sagt man so schön? Bis es knallt und dann noch einen Meter. Ist gut? So, jetzt gucken, dass sich das hier nicht verkantet. So, das hier ist übrigens unser alter Kuhstall. Hier stellen wir jetzt so, ja, hier weiter hinten die Maschine steht, desto weniger oft wird sie genutzt. Ja, ich stelle mal weiter nach links. So, steht nicht gerade, aber sonst hätte es nicht gepasst wegen unseren alten Kraftfutterstationen. Kannst du noch ein bisschen schieben? Alles klar, da vorne ist noch der Turm. Die kommen jetzt auch noch hin. Sauber machen, tun wir die Trocknungsböden, wenn wir sie wieder rausholen. Könnt ihr noch den ganzen Rest sehen. Das ist so das, was ja, nach einer Saison unterm Trocknungsboden liegt. Deswegen ist es immer wichtig, dass man das danach sauber macht. Zack. Und so, da kommen jetzt noch vielleicht ein, zwei rüber und dann die anderen kommen noch hier hin und dann, ja, so lange wir unsere Trocknungsböden. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das passt. Aber eigentlich sollte das passen. Hier dran vorbei und dann querstellen.
mit dem Zug, den ich jetzt hinter mir habe. Und ich sage euch eins, ich habe die Drohne jetzt rausgeholt gehabt und ein bisschen was gefilmt, einfach, ja, weil die hat auch einiges an Geld gekostet und dann irgendwie hatte ich jetzt so das Gefühl, ich will die auch mal wieder ein bisschen nutzen. Ich habe es halt voll vermasselt. Ich glaube, ich habe dreimal geil gefilmt, aber nicht auf Aufnahme gedrückt. Ist mir am Anfang oft passiert und ja, man merkt irgendwie mittlerweile auch. So, den zweiten Anhänger bauen wir hier jetzt ab. Das ist jetzt für morgen. Morgen ist, was ist denn eigentlich morgen für ein Tag? Samstag schon. Ja, einmal ein bisschen sauber machen. Und heute, jetzt ist halt mittlerweile schon ja, gleich 3:45. Beim Ackerbau um diese Jahreszeit ist 4 Uhr eigentlich Feierabend. Deswegen, ich baue den Wagen jetzt hier schnell ab, fahre den wieder unter das Vordach und schmeiße euch hoch. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Bis dahin. So, morgen, da sind wir am nächsten Tag. Ich bin hier gerade noch mal an dem Wagen, den ich hier gestern hingestellt habe und habe gedacht, ich zeige euch noch mal ganz kurz, weil doch noch mal die Frage gekommen ist, ob der Trocknungsboden nicht runterrutscht, wenn wir den abkippen. Zur Seite abkippen kann man machen. Da haben wir nämlich diese Säule, wo der Trocknungsboden quasi gegengedrückt wird, beziehungsweise daran hält er. Hinten abkippen können wir nämlich nicht. Also muss ich hier erstmal aufmachen. Okay, egal. Hier ist nichts. Wenn ich nach hinten hin abkippen würde, dann würde der Trocknungsboden einfach runterrutschen. Zur Seite ist es kein Problem. So, wir schnappen uns jetzt erstmal Frontlader und stellen nochmal einen Bund Heu bei den Fähren rein, weil ab nächste Woche ist der Frontlader wieder die ganze Zeit vor dem Mistfahrgespann, weil der Radlader auf einem anderen Betrieb ist von dem Schweinehof und wir selber laden müssen. Deswegen muss es der Frontlader sein. Ja, mal klappt sich halt bei der mittleren Durchfahrt ein ein oder anderer Spiegel ein, ne? Kann man manchmal nicht verhindern. So, ich probiere jetzt mal den einen Strohbein, der schon längs steht, wieder ein bisschen zu drehen, so dass ich diesen Heubein auf den Strohbein raufsetzen kann, weil drei Beinen längs, na, geh ab hier. Drei Beinen längs geht nicht, denn kriegt man die eine Boxentür nicht mehr auf. So, das hat schon mal ganz gut geklappt. Passt rein. Ging leichter als ich dachte. Ich gucke jetzt mal, ob ich den Heubein noch weiter nach vorne geschoben kriege. Quasi über den Strohballen rüber. So. Jetzt hat man nämlich hier vorne ein bisschen freien Strohballen, so dass man, oder ja, das von da abgenommen werden kann. So sieht das ganze Ergebnis jetzt aus. Ich gehe nochmal los, Reibplatz abziehen und dann wollen wir mal wieder aufs Feld. So, da bin ich schon mit meinem zweiten Streuer in Gange. Den packe ich mal hier wieder oben hin. Also, ich bin mit dem kleinen Streuer, den haben wir uns von einem anderen Berufskollegen geliehen, bin ich am Roggenstreuen. Das ist eine Fläche, wir können es uns nicht richtig erklären, was hier passiert ist, aber es ist extrem schlecht aufgelaufen. So.
kommt da was raus. Ich fahre so 10 km/h, bin ein bisschen langsamer sogar gefahren. Da könnt ihr jetzt sehen, wie was rauskommt. Und die Nachbarschläge sind anders aufgelaufen. Die sind deutlich besser aufgelaufen als dieser. Und ja, mein Vater vermutet irgendwie, dass hier ein Käfer im Boden ist. Oder irgendein Insekt, was uns den Roggen kaputt frisst. Ja, ich habe mal wieder vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Also da werden gerade keine Drohnenclips gekommen sein. So, wenn ihr jetzt hier schon mich fahren seht über die Drohnenaufnahmen, seht ihr schon, dass der Bestand nicht so prickelnd aussieht. Ich werde gleich nochmal direkt auf eine andere Straßenseite fahren, oder besser gesagt fliegen. Und ja, da seht ihr aus der Vogelperspektive schon einen klaren Unterschied. Ich fahre hier jetzt auch gar nicht so weit rein ins Vorgewände, weil das Vorgewände ein bisschen nasser ist und da sieht der Roggen auch dann gar nicht so schlecht aus. Muss ich aufpassen, ich fliege gerade. Ich fahre genau auf meine Drohne zu. Ja, Oberlenker schön. Oh, jetzt seht ihr sogar ein bisschen Roggen hier lang fliegen. Oberlenker schön kurz, Unterlenker schön hoch, damit wir möglichst weit streuen. Ich habe jetzt auf 12 Meter Spurenabstand gestellt. Und es läuft Pi mal Daumen. Ne? Also ich habe hier keine klare Anzeige, wie viel ich gerade ausdrill oder streue, besser gesagt, sondern einfach nur, wir versuchen grob 60 Kilo raufzukriegen. Wie gesagt, das ist der zweite Streuer hier jetzt. Ja, um da noch so ein bisschen den Bestand zu retten. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Ja, ihr habt es gehört, Kamera vom Akku, von der Drohne ist mal wieder so gut wie leer. Drehen wir mal fix um und dann zeigen wir mal die andere Strecke. So. Fliegt mal schön hoch. Ein bisschen Unterschied erkennt man schon. Auf der Drohne kommt es jetzt gar nicht so stark rüber wie in Wirklichkeit. Ja, ihr merkt, so macht das doch keinen Sinn, mit der Drohne zu fliegen. Die hört jetzt nicht auf zu piepen. Ich fliege jetzt mal wieder zurück zu meinem Trecker. Und jetzt streue ich hier mal kurz auf aus, halt hier mal kurz an und fang mal fix die Drohne. Ich hoffe, das ist jetzt da auf der Drohnenaufnahme ein bisschen besser rübergekommen, weil auf meinem kleinen Bildschirm sah es jetzt doch irgendwie nicht so nach einem großen Unterschied aus. Aber wenn man wirklich auf den Bestand rauf geht, sieht man das. So, deswegen würde ich sagen, gehen wir hier auch einfach mal runter und gucken uns das an. Auch den Roggen. Ich muss sagen, das verstehe ich nicht. Es dreht sich. Es hat sich auch vorhin gedreht. Warte, ich zeig's euch. Trecker ist aus. Das Ding geht weiterhin Vollgas. Es ist an Strom angeschlossen. Das Terminal ist auch aus. Es ist nicht an. Ich habe alles ausgemacht, deswegen, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich ausgehen, wenn ich Stecker rausziehe. Vorhin war es einmal aus. Also, wie gesagt, das ist nicht unsere Maschine oder unser Streuer. Ich bin mir sicher, dass ich irgendwas verkehrt gemacht habe, ich weiß aber nicht was. Also, naja. Gut, hier können wir überall den Roggen sehen, wie weit wir ungefähr streuen. Aber insgesamt sieht das hier schon ganz gut aus. Wenn man jetzt Profi wäre, dann hätte ich jetzt noch ein bisschen weniger Reifendruck und vielleicht vorne Gewicht abgemacht. Aber ich meine, wir haben hier immer noch Sandböden. Es ist ein bisschen nasser, ja, aber das geht schon so. Spuren habe ich nicht wirklich gezogen. Da vorne das nasse Vorgewände habe ich ausgelassen. Deswegen, alles schon gut. Wir wissen jetzt nur nicht, was daraus werden wird. Das ist jetzt ein Versuch. Wie gesagt, Pi mal Daumen, einfach ein bisschen was drüber gestreut, weil es schlecht aufgelaufen ist. Und ein weiterer Versuch. Ich weiß halt immer nicht, wann es, ob es was wird und wann es das wird. Momentan ist Plan, dieses Jahr noch ein bisschen Dinkel und Weizen reinzukriegen auf schwereren Böden. Ja, deswegen gucken, vielleicht kommen wir nochmal dieses Jahr los mit der Drillmaschine. Ja, wollen wir mal gucken, was da dann draus wird. Ob wir da dann... Ja, andere Kamera, anderes Mikro, Handy. Ich wurde gerade eben bei meinem Versuch, den Schluss aufzunehmen, dreimal angerufen und dann ist Akku leer gegangen bei 3%. Ja, ich bin gespannt, ob es wirklich was wird, mit der Drillmaschine loszufahren. Das werdet ihr alles sehen. Ich werde den Vlog hier jetzt beenden. Das macht keinen Sinn mehr, irgendwie alle Akkus leer.
Ja, ich mache den Streuer jetzt noch leer. Ihr seht, ich habe hier das Feld gleich fertig. Das heißt, ich werde die anderen Bahnen einfach nochmal überfahren. Ein bisschen schneller. Ich hatte angefangen mit 10 km/h. Bin dann immer langsamer geworden, weil ich gemerkt habe, oh, ich fahre zu schnell. Oder da kam zwischendurch dann doch zu wenig raus. Deswegen. Gut. Wie gesagt, ich beende das Video hier. Freue mich, dass ihr bis hierhin zugeguckt habt. Lasst gerne Like, Kommentar und Co. da. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ja, ich wollte gerade sagen, bei uns ist das Ding nicht nur, wir haben eine Schraube locker, die Trecker auch.